Vor etwas mehr als 2 Jahren habe ich eine Regel kennengelernt, die mein Leben seitdem exponentiell besser gemacht hat. Nicht immer wende ich die Regel an, doch mit der Zeit immer öfter. Und je öfter ich mich an die Regel halte, desto besser geht es mir insgesamt. Heute möchte ich darüber reden, was das für eine Regel ist und wie ihr sie bei Bedarf auch anwenden könnt. Aber wie kam ich zu dieser mysteriösen Regel? Vor 2 Jahren war ich auf dem Weg zur Bahn. Den Weg kannte ich schon so gut, dass ich wusste, ich bin spät dran. Ich hatte noch ungefähr 7 Minuten Fußweg vor mir, doch ich schaute auf die Uhr und merkte, ich habe nur noch 3. Ich wusste, dass ich es nicht mehr schaffen würde. Selbst wenn ich rennen würde, würde ich die Bahn wahrscheinlich nur noch davonfahren sehen. Heute musste ich wirklich dringend in der Uni sein und die nächste Bahn kam erst 10 Minuten später. Ich entschloss mich, es zu probieren. Ich schnallte meinen Rucksack enger und fing an zu rennen, so schnell ich konnte. Ich schaute beim Rennen auf die Uhr und merkte, dass ich nur noch 1 Minute hatte. Ich hatte schon 2 Drittel des Weges hinter mir, doch ich hatte noch die Brücke und die Treppen runter zum Bahnsteig vor mir. Ich dachte, dass ich es vielleicht noch schaffen könnte und sprang die Treppen so schnell ich konnte runter. Die Bahn hatte schon ihre Türen auf und ich hatte noch 20 Stufen vor mir. Doch ich schaffte es mit dem Schließen der Türen gerade noch so in die Bahn. Ich war wirklich nass geschwitzt und hatte Atemnot mit der Maske, doch ich war einfach so glücklich, dass ich es geschafft hatte und kam pünktlich in die Uni. Und das war mein erster bewusster Kontakt mit der Regel. Die Regel, über die ich heute reden möchte, heißt: Wenn du etwas wirklich schaffen willst, du aber bezweifelst, dass es möglich ist, dann tu es trotzdem, und zwar mit 110%. Wenn du denkst, du schaffst es nicht mehr zu dem Bus, du es aber wirklich schaffen willst, dann renn. Wenn du weißt, dass du wahrscheinlich keine Gehaltserhöhung bekommen wirst, du aber wirklich eine brauchst, dann probier es. Wenn du denkst, dass du dein Leben nicht in die gewünschte Richtung ziehen kannst, dann probier es trotzdem. Wieso? Weil du bei all diesen Dingen überrascht sein wirst, wie oft es doch klappt. Und ich rede hier von allen Tätigkeiten in allen Lebenssituationen. Probier es aus, gib dir Mühe und sieh, was passiert. Unsere Köpfe geben uns Grenzen, Limitationen. Und das ist auch natürlich, da es uns jahrtausende lang das Überleben gesichert hat. Doch mit der Zeit wurden unsere Grenzen immer enger. Heutzutage sind die meisten Menschen in einem Bereich in ihrem Leben, der ihnen bestimmte Grenzen gibt. So gibt es feste Tagesabläufe, strikte Regeln und Grenzen, die uns beigebracht werden, die wir nie hinterfragen. Reize deine Grenzen an den richtigen Stellen aus und der neue Freiraum in deinem Leben wird dich glücklicher denn je machen. Klar gibt es Situationen, in denen du weißt, dass du es nicht schaffen kannst. Da übertrumpft das wissentliche Scheitern das Zweifeln, ob du es schaffst. Aber du kannst es erst wirklich wissen, wenn du es probiert hast und gescheitert bist. Wenn du deine 110% gegeben hast und weißt, dass es nicht möglich ist. So weiß ich zum Beispiel, dass ich den Weg zur Bahn in 2 Minuten 50 nicht schaffe. Aber ich weiß es nur, weil ich mein Ganzes schon mal gegeben habe und mein Limit daher kenne. Du denkst vielleicht, dass du deine Träume zu 100% nicht erreichen kannst. Da frage ich dich, hast du es denn schon überhaupt mal so richtig probiert? So richtig, richtig? Und du könntest dann sagen, ich habe es vielleicht noch nicht zu 100% probiert, aber ich kenne viele Leute, die es probiert haben und gescheitert sind. Und dazu sage ich, du musst es selbst probieren. Deine Grenzen sind nicht gleich den Grenzen anderer. Du weißt erst, was du kannst, wenn du es probiert hast. Was passiert aber, wenn man trotz allem Gegebenen scheitert? Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du gibst auf oder du probierst es nochmal. Wenn du dich dazu entschieden hast, es nochmal zu probieren, dann bedeutet das, dass du es wirklich immer noch willst. Aber dass du es nicht geschafft hast, bedeutet auch, dass dir im Moment noch die Fähigkeiten dazu fehlen. Also geht es nun darum herauszufinden, welche Fähigkeiten du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Sobald du weißt, worin du besser werden musst, kannst du dich an die Arbeit machen. Du übst und übst und wirst schlussendlich besser. Nun kannst du es erneut versuchen. Dass dies ein langwieriger Prozess ist, wird hier deutlich. Deswegen ist das erneute Probieren für Alltagsprobleme, zum Beispiel einen Bus nicht zu bekommen, nicht geeignet. Aber die Regel steht trotzdem bei Alltagsproblemen. Wenn du dich nach dem Scheitern dazu entscheidest, aufzugeben, ist das aber okay. Denn du hast es probiert, mal so richtig. Vielleicht hat dich der gescheiterte Versuch auch entmutigt. Und dir ist aufgefallen, dass die ganze Anstrengung umsonst war. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass selbst beim Scheitern ein positives Gefühl zurückbleibt. Denn du bist stolz auf dich, dass du dein Bestes gegeben hast. So hatte ich natürlich auch schon einige Male, bei denen ich die Bahn trotzdem verpasst habe und dann völlig umsonst durchgeschwitzt und außer Atem war.
Doch beim vollherzigen Versuch zu scheitern, ist besser als zu scheitern, ohne es jemals wirklich probiert zu haben. Du nimmst dein Schicksal damit in die Hand, selbst beim Scheitern. Außerdem lernst du deine eigenen Grenzen kennen. Warum mir diese Regel so viel geholfen hat, sollte auf der Hand liegen. Ich habe seit der Regel viel mehr Dinge in meinem Leben geschafft. Allerdings habe ich nicht nur mehr erreicht, sondern habe auch für Dinge, die Disziplin erfordern, eine zähe Haut entwickelt. Denn wenn man alles geben soll, dann benötigt das Disziplin, eine Menge an Disziplin. Und durch diese Regel bin ich viel disziplinierter geworden. Die Regel beansprucht natürlich eine Menge an Energie, denn auf einmal sollst du 110% geben. Deswegen kann ich euch nur raten, erstmal mit kleinen Dingen anzufangen, die man innerhalb eines Tages oder einer Stunde fokussierte Arbeit erledigen kann. Ich habe sogar nur mit 3 Minuten angefangen, als ich zur Bahn gerannt bin. Ich rede hier von kleinen Aufgaben, die ihr eigentlich machen wolltet, aber irgendwo in euren Hinterkopf geschoben habt. So kriegt ihr schon mit wenig Arbeit das gute Erfolgsgefühl und könnt euch dann langsam immer mehr zu schwierigeren Aufgaben hocharbeiten. So habe ich das zumindest gemacht. Das war's heute auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch, wie hoffentlich immer, zum Nachdenken anregen. Dieses Mal habe ich mir Kameraarbeit in das Video reingesteckt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja liken oder zumindest kommentieren. Denn momentan sieht es noch ziemlich mau aus mit den Kommentaren und ich würde mich wirklich mal freuen, eure Gedanken zu hören. Naja, wie auch immer, bis zum nächsten Mal.